Red Bull Leipzig holt in seinem ersten Spiel der Champions League einen 1:1 gegen AS Monaco. Die Bullen gehen durch einen Treffer von Emil Forsberg verdient in Führung, bekommen aber beinahe postwendend den Ausgleich durch Juri Thielemans in der 34. Minute. Nach der Pause vergibt der eingewechselte Jean-Kevin Augustin die beste Möglichkeit für die Hausherren. In Gruppe E muss sich Liverpool gegen Sevilla mit einem 2:2 begnügen. Nach der Führung durch Ben Yedder drehen Firmino und Salah das Spiel. Roberto Firmino vergibt zudem einen Elfer, Angel Correa gelingt in der 72. Minute der Ausgleich. Für Liverpools Joseph Gomez wird es in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich. Er sieht gegen Ende des Spiels gelb-rot. In der Gruppe H gewinnt Tottenheim das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund mit 3:1. Im Parallelspiel setzt sich Real Madrid mit 3:0 durch. Cristiano Ronaldo, der gesperrt ist und fast einen Monat kein Pflichtspiel absolviert, erzielt bei seiner Rückkehr 2 Tore. Den Endstand besorgt Sergio Ramos in der 61. Minute.